Guten Morgen miteinander. Ich begrüße Sie im Namen der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz ganz herzlich zur diesjährigen SwiftCop. Mein Name ist Daniela Pauli, ich bin die Leiterin des Forums Biodiversität Schweiz, das diesen Anlass organisiert. Die Insiderinnen und Insider unter Ihnen, die wissen es. Die Tagung mit dem merkwürdigen Namen SwiftCop, die findet jedes Jahr statt. Normalerweise sind wir im Hörsaal der Uni S in Bern, da passen 233 Personen hinein und eigentlich sind wir immer ausgebucht. Dieses Mal aber haben sich fast dreimal so viele Personen angemeldet. Das freut uns natürlich enorm, aber wir sind auch ein bisschen unsicher. Ist das jetzt wegen dem spannenden Thema, das wir gewählt haben? Ist es vielleicht, weil wir hier zwei Communities zusammenbringen, die Biodiversität und die Klima-Community? Oder liegt es doch am Format, halbtägig und per Webinar, per Zoom? Dann hätten wir ja dieses große Interesse vor allem Corona zu verdanken. Aber steigen wir ein ins Tagungsthema von heute. Ich kriege gerade eine Nachricht von der Technik. Sieht man meine Präsentation, Mariella? Ist gut. Alles gut jetzt. Also, was hat uns für dieses Tagungsthema bewegt? Der Schwund der Biodiversität und der Klimawandel sind die beiden großen Umweltherausforderungen, die vom Menschen verursacht sind. Sie haben beide massive ökologische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Konsequenzen. Nun, die beiden Entwicklungen, die beiden Problematiken, die sind nicht unabhängig voneinander, im Gegenteil, die sind eng miteinander verknüpft. So ist der Klimawandel heute die drittwichtigste Ursache für den Rückgang der Biodiversität weltweit, Tendenz steigend. Die Erhaltung der Biodiversität umgekehrt, die hilft uns, andere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, unter anderem auch für Aktionen gegen den Klimawandel und dessen Auswirkungen. Das zeigt das neue Swiss Academies Factsheet, das soeben erschienen ist. Es ist also sowohl aus wissenschaftlicher wie aus ökonomischer Sicht eigentlich dringlich, die Maßnahmen für die Erhaltung der Biodiversität und den Klimaschutz parallel und über Sektoren hinweg zu planen und anzugehen. Es gibt Synergien zwischen Maßnahmen gegen den Klimawandel und für den Biodiversitätsschutz. Die muss man nutzen. Und es gibt Konflikte, da müssen wir Lösungen gemeinsam entwickeln. Im Moment stellen wir aber fest, dass die Umsetzung von synergistischen Maßnahmen und Integration über verschiedene Sektoren hinweg erst am Anfang steht. Dass die Instrumente im Moment noch weitgehend unabhängig voneinander entwickelt werden und es an gegenseitiger Abstimmung fehlt. Und dass der aus wissenschaftlicher Sicht so nötige transformative Wandel von Gesellschaft und Wirtschaft bisher kaum thematisiert ist. Was hat uns dann zu den Zielen für diese Tagung geführt? Wir möchten das Verständnis stärken, wie stark Biodiversitätsschwund und Klimawandel miteinander zu tun haben. Wir möchten die Herausforderungen, die Argumente und die Anliegen von beiden Politiken und ihren Gemeinschaften kennenlernen. Wir wollen Synergien untereinander, also zwischen Klima- und Biodiversitätsschutz, aber auch mit anderen Nachhaltigkeitszielen erkennen und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Und schlussendlich, das ist immer wichtig an einer SwiftCop, wir wollen Anstoß geben für neue Zusammenarbeiten, in diesem Fall um den Klima- und den Biodiversitätsschutz gleichzeitig anzugehen und die nötige Transformation anzugehen. Wir haben wie jedes Jahr ein Organisationskomitee zusammengestellt. Selbstverständlich war da auch Proclim dabei, das Forum für Klima und Global Change der Akademie mit Oliver Inderwildi, Markus Fischer von der Universität Bern, den Sie heute noch hören werden, Gianreto Walter vom BAFU, Jérôme Frey vom Bundesamt für Landwirtschaft, Peter Lehmann von 2030 etc. AG, der Tagungsmoderator, der uns durch diesen Anlass führen wird und schlussendlich natürlich auch wir von der Geschäftsstelle des Forums Biodiversität.
Die Tagung konnte realisiert werden dank Unterstützung der beiden Bundesämter BAFU und BLW. Nun, wir sind gespannt. Wir freuen uns sehr auf eine motivierende Tagung. Schön, dass Sie mit uns heute dabei sind. Ich gebe das Wort dann weiter an Florian Altermatt, den Präsidenten des Forums Biodiversität Schweiz. Danke, Florian. Danke, Daniela. Sehr geehrte Damen und Herren, als Präsident des Forums Biodiversität möchte auch ich Sie ganz herzlich zur diesjährigen SWIFCOP-Tagung willkommen heißen. Vor knapp einem Jahr war ich das letzte Mal an einer, in Anführungszeichen, normalen Tagung. Es standen schon überall Desinfektionsmittel herum und man begann, sich nicht mehr die Hände zur Begrüßung zu geben. Es wirkte noch etwas skurril, aber gleichzeitig lag in der Luft, dass wir uns als Gesellschaft wohl bald ungewohnten Maßnahmen gegenüberstehen und unser Alltag durchgeschüttelt werden wird. Wenige Wochen später waren wir im Lockdown. Schon damals aber und immer noch stehen der Menschheit mit dem Klimawandel und der Biodiversitätskrise noch viel größere und einschneidendere Herausforderungen bevor. Die Wissenschaft zeigt uns klar, dass sich die Menschheit mit dem Klimawandel und der Biodiversitätskrise in zwei der vielleicht größten Herausforderungen begeben hat, die wir uns vorstellen können. Nur ein transformativer Wandel wird eine wirkliche Wende bringen. Schon heute ist der Klimawandel einer der Hauptfaktoren für den Rückgang der Biodiversität. Und ohne Biodiversität, sowohl auf genetischer oder auch Artebene und ohne funktionierende Ökosysteme, wird es keine Anpassung an neue Klimabedingungen geben. Leider werden Klimawandel und Biodiversitätskrise manchmal gegeneinander ausgespielt. Ich denke aber, dass dies in den meisten Fällen eine reine Symptombekämpfung ist. Denn ursächlich sind beide dem nicht nachhaltigen Umgang und Nutzen natürlicher Ressourcen verschuldet. Es gibt keine grundsätzlichen Widersprüche zwischen Klima- und Biodiversitätsschutz. Sie sind beide von gleicher Dringlichkeit und Wichtigkeit und meist auch mit den gleichen Lösungsansätzen. Dem Forum Biodiversität, auch zusammen mit ProKlim, ist es deshalb wichtig, diese beiden Themenbereiche verstärkt zusammenzubringen und gemeinsam die wissenschaftlichen Grundlagen für die notwendige Transformation bereitzustellen. Im besten Fall können wir die aktuelle Pandemie als Übungsfeld nutzen. Sie zeigt, dass rasche und umfangreiche Maßnahmen umgesetzt werden können, wenn der notwendige politische und gesellschaftliche Wille da ist. Für mich als Wissenschaftler, aber auch als Bürger, ist dabei die einzige hoffnungsvolle Tatsache, dass die Lösung für beide Probleme die gleiche ist, nämlich eine rasche und absolute Umstellung auf eine nachhaltige Lebensweise. Dies bedingt unter anderem einen raschen, kompletten Ausstieg aus den fossilen Energien, eine Umstellung auf eine mehrheitlich pflanzenbasierte Ernährung und eine vollständige Abkehr von Landnutzungspraktiken, welche Biodiversität zerstören und dem Klima schaden. Es sind wahrlich keine kleinen Aufgaben, aber es gibt auch keine wirklichen Alternativen. Nebst der heutigen SWIFCOP-Tagung werden wir vom Forum Biodiversität einen Hotspot zum Thema und ein Factsheet herausgeben. Beides sollte im Frühling erscheinen. Zudem wird das Forum Biodiversität zusammen mit Partnern in den nächsten Monaten jene Bereiche angehen, wo sich gemäß der heutigen Tagung besonders großer Handlungsbedarf beziehungsweise vielversprechende Handlungsansätze zeigen. Wir werden beim Abschluss und Fazit heute Mittag nochmals darauf zu sprechen kommen, wo die größten Ansatzpunkte sind und wo wir dranbleiben möchten. In dem Sinne hoffe ich, dass die heutige Tagung beitragen kann, diesen Wandel zu verstärken und beschleunigen. Dass das Interesse dazu besteht, zeigt sich, wie von Daniela schon erwähnt, an der sehr großen Zahl an Teilnehmenden. Das freut uns enorm. Ich möchte in dem Kontext natürlich auch allen Organisatorinnen und Organisatoren der Tagung ganz herzlich danken. Ohne deren umfassenden Vorarbeitungen und Vorbereitungen, sowohl im realen wie auch im digitalen Raum, die heutige Veranstaltung nicht möglich wäre. Ich wünsche Ihnen nun einen angeregten und hoffentlich transformativen Vormittag und übergebe das Wort an Peter Lehmann. Danke.